Bei der Learning Journey Map geht es darum, seinen eigenen Lernprozess strukturiert zu reflektieren, um daraus Erkenntnisse für den weiteren Lernprozess ableiten zu können. Im ersten Schritt schreibt man alle Lerninhalte, Lernsituationen, Rückmeldungen oder bestimmte Momente auf und fasst diese je nach Länge des Zeitraums, den man betrachtet, gegebenenfalls zusammen. Das ist hier dargestellt, dadurch, dass noch Karten dahinter liegen. Im zweiten Schritt bringt man diese dann in einen klaren zeitlichen Verlauf und nochmal, der Übersichtlichkeit halber, kann man bestimmte Aspekte hier zusammenfassen. Im nächsten Schritt trägt man die sogenannte emotionale Achse auf mit oben plus plus und unten minus minus. Im nächsten Schritt dann die Lernzuwachsachse auf der rechten Seite mit auch plus plus oben und minus minus unten. Um dann in den eigentlichen Reflexionsprozess zu kommen, nämlich zunächst die emotionale Achse zu betrachten, wo habe ich besonders gerne gelernt, was hat besonders viel Spaß gemacht, wo war meine emotionale Befindlichkeit besonders positiv oder besonders negativ. Und im letzten Schritt betrachtet man dann nochmal den Lernzuwachs mit einer anderen Farbe hier eingezeichnet, um dann nochmal zu schauen, wo habe ich besonders viel gelernt, was waren besonders günstige Gelegenheiten für mich, um da viel dazu zu lernen. Und besonders spannend wird es dann, wenn man betrachtet, dass, wenn es so Diskrepanzen gibt, wo die beiden Linien wirklich divergieren. Und da kann man sich dann fragen, war das eine produktive Auseinandersetzung? Struggle kann man hier übersetzen mit Kampf oder Ringen oder halt Auseinandersetzung. Wo war die Auseinandersetzung besonders intensiv und für mich produktiv, um dann zu überlegen, wie kann ich denn in Zukunft gezielt solche Lernmomente nutzen, beziehungsweise vielleicht sogar herbeiführen.